Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Andacht am 15. Sonntag nach Trinitatis. Wenn wir heute auf die Kirchen, fast egal welcher Konfession, schauen, dann gewinnt man doch schnell den Eindruck, eigentlich ist der Laden doch durch. Spätestens seit den Missbrauchsskandalen der letzten Jahre ist es das für viele auch wirklich eine Tatsache. Sie machen einen Haken an diese 2000-jährige Geschichte und sagen, mit mir nicht mehr. Und wir leben ja eh schon in den westlichen und reichen Ländern mit einer immer stärkeren Säkularisierung. Das heißt, es braucht die Kirche gar nicht mehr mit ihrem Angebot, um das eigene Leben zu begreifen. Leben gestaltet und verortet sich für viele Menschen heute im Zählbaren, im Berechenbaren, in dem, was sie greifen und absichern können. Damit verlieren die Kirchen und ihr Angebot ganz klar an Relevanz. Unsere Antworten ziehen nicht mehr, sie tragen nicht mehr, sie beantworten eben nicht mehr die Fragen viel zu vieler Menschen, auch wenn die Kirchen behaupten, sie täten das ja noch. Faktisch erreichen wir schon lange einen Großteil der Menschen nicht mehr, auch wenn sie noch zu uns gehören auf dem Papier. Und auch wenn gern der Heilige Geist bemüht wird, von dem wir ja nicht wüssten, was er doch noch alles schaffen kann. Das hat mir viel zu oft was von einer ritualisierten Ausrede, denn von ehrlichem Hoffen und Vertrauen. Zudem kostet Kirche zumindest in Deutschland Geld, das ich für ein, so wie ich es neulich mal gelesen habe, lebenslanges Abo abgeschlossen habe, nur um sehr selten im Jahr oder im Leben davon Gebrauch zu machen. Die Kirchen antworten auf all diese Probleme wie jedes Wirtschaftsunternehmen. Sie sparen, sie legen zusammen, sie regionalisieren, sie nutzen Synergieeffekte. Es herrscht hektische Betriebsamkeit. Hier ein Projekt, da eine Aktion und noch wieder etwas Neues. Versuch 1, Versuch 2, mal schauen, was wird. Und mancher wundert sich immer noch, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Kirche die Reißleine ziehen und mit Depressionen und Burnout oft lange Zeit erstmal raus sind. Mich wundert das nicht. Und doch verhärtet sich der Eindruck, dass die leitenden und anordnenden Gremien dabei nicht selten den Grund vergessen, von dem her sie sind und leben. Ich fühle mich schon länger, als sei ich ein Abwickler einer Firma, die in allem gut gemeinten Wollen aus dem Blick verloren hat, was sie eigentlich soll. Ich sehe schon länger nicht, dass der Weg, auf dem die Kirchen sich heute befinden, noch einer ist, der uns wirklich in eine gute Zukunft führt. Irgendwie ist das, was ich als Kirche erlebt habe, in all den Jahren mittlerweile wirklich durch. Und das tut mir in der Seele weh, denn ich liebe Kirche. Ich liebe die Idee von Menschen, die alle einer Hoffnung und einer Verheißung folgen und leben, die, wenn sie wirklich ernst genommen würde, eine weltverändernde Kraft hätte. Aber wir regionalisieren erstmal. Da hinein klingt nun die Aufforderung Jesu aus dem Matthäusevangelium. Er sagt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel kostbarer als sie? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wenn man diese Verse mal als Wort zur momentanen Situation der Kirchen hört, was wäre eigentlich, wenn wir das ernst nehmen? Was wäre, wenn wir als Kirchen und noch mehr als Christen wagten, Jesus wirklich mal zu folgen und das Sorgen zu lassen und auf das zu schauen, worum es wirklich geht. Denn das Sorgen hat immer alle Hände voll. Es hat immer genug zu tun. Das Sorgen hat den Kopf nicht frei.
Das Sorgen sieht nicht mehr, was wirklich dran ist, sondern fürchtet sich um leere Hände und das leere Konto, die fehlende Organistin und dass bei der Teetafel zu wenig Kuchen ist. Ich spinne mal ein wenig rum. Was wäre, wenn wir alles, was wir hätten, losließen? Wenn wir die Kirche ließen? Die ganzen Gruppen und Kreise, all die Gottesdienste, wann auch immer, auch Weihnachten und den Schulanfang. Was wäre, wenn das nicht mehr da wäre? Wir lassen Kirche, wie sie ist, los. Wir sorgen uns nicht mehr um das, was war. Es geht eh nur darum, dass wir alles irgendwie noch finanzieren und dass bloß allen recht gemacht ist und keiner mehr austritt. Nein, loslassen und Jesus annehmen und ihn ernst nehmen. Wir haben noch einen Auftrag, wir haben eine Verheißung. Sorget nicht, nicht ums Leben, nicht ums Haben. Gott ernährt uns doch. Und er wird dann auch die Menschen, die ihn suchen, nicht leer zurücklassen. Er wird zeigen, dass auch mit bloßen Händen noch genug da ist. Vielleicht könnten wir dann ein klein wenig neu anfangen. Ganz klein. Mit 5 Broten, 2 Fischen. Kein Glockengeläut mehr. Kein Ja, Aber. Und kein Das war schon immer so. Immer so hat abgewirtschaftet. Und Kirche ist nicht zum Totengräber bestimmt. Jesus sagt ganz klar, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe hin und verkünde das Wort Gottes. Danach suche und nach seiner Gerechtigkeit. Der Rest fügt sich dann. Wir haben nur einen Auftrag von Jesus. Weiter sagen, wer er ist. Wir müssen nur eins tun, den Menschen sagen und vorleben, trotz allem, euer himmlischer Vater wird euch ernähren, sorget euch nicht. In die Einheit von Glauben und Leben war und ist viel zu oft schon lange zerbrochen. Und es wird darum gehen, sie wieder zu heilen und ganz neu zu versuchen, damit man eben auch sehen kann, die reden nicht nur rum, die leben auch das, was sie glauben. Was dann auch wieder seine Tücken haben kann für Menschen, die das ein oder andere gewohnt sind von der Kirche, die sie kannten. Die neue handelt vielleicht ganz anders. Diese Kirche, die dann wäre, wäre sicher kleiner, aber vielleicht auch näher. Und die Stufen hin zu ihr, die wären kaum spürbar. Ich hatte vor vielen Jahren mal mit Hofgottesdiensten im Sommer angefangen. Das war eine gute Sache. Denn wo in der Zeit kaum jemand in die Kirche gekommen wäre, war es dann hier auf dem Bauernhof richtig gut besucht. Auch von Menschen, die man noch nicht mal zu Weihnachten in der Kirche sah. Ich habe dann mal eine Frau gefragt, die ich wirklich gar nicht kannte, aber die schon lange bei uns im Dorf lebte, warum sie denn da sei. Da sagte sie, hier ist das schön, hier ist es nicht so kirchlich. Ich habe gestutzt. Der Witz an der Sache war nämlich, dass ich bis auf wenige Veränderungen am Gottesdienst alles genauso gestaltet hatte, wie es auch in der Kirche gewesen wäre. Mir macht das heute noch deutlich, wie hoch die Stufen für so manche Menschen geworden sind, um in die Kirche zu gehen, um in der Kirche etwas zu machen, aktiv zu werden, da zu sein, den Weg zu uns zu finden, das Loslassen des vertrauten Raumes, hat zu überraschenden Begegnungen damals geführt. Vielleicht bilden sich dann aus dieser Ansammlung von der Losgelassenen kleine Zellen, die vielleicht sich treffen in den Wohnzimmern, im Garten, in der Kneipe, im Café, vielleicht auch in den Kirchenräumen, die keiner mehr nutzt morgens um 10, und holen die verstaubten Bibeln aus dem Schrank und fangen an, dieses Buch wieder zu lesen und es lesen zu lernen, nicht zuerst gepredigt von einem, der studiert hat, sondern es selber erkunden, selber drüber nachdenken und dann mit denen, die da sind, danach zu suchen, wie fügt sich das in mein Leben mit allem, was es umgibt? Was sagt Gott hier und was sagt er vielmehr noch zu mir? Wo knüpft das Wort aus dem alten Buch in meinem Regal an das an, was mein Leben gerade betrifft.
Und wo stellt es dies auch in Frage? Ich bin mehr und mehr sicher, wenn Kirche nicht aufhört zu glauben, dass sie sich ständig selber retten muss, dann wird sie und tut es schon viel zu sehr verlieren, was sie trägt. Aber ich könnte gut mit einer Kirche leben, die kleiner, aber authentisch ist, die lebt, was sie glaubt und damit auch zumutet aus dem Glauben, die mir zeigt, wo ich das Reich Gottes sehen könnte, wie ich mich auf den Weg mache. Eine Kirche, die mir zuhört, eine Kirche, die Zeit hat, die da ist und die nicht versucht, sich wie Münchhausen an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Loslassen, nicht sorgen, Hände frei, nehmen, lesen, fragen und miteinander reden und schauen, was werden kann. Viel kleiner, ganz anders. Aber das ist eh nur eine Spinnerei. Amen. Lassen Sie uns beten, wie uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geleite sie Gottes Segen in der kommenden Zeit. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns am kommenden Sonntag zur nächsten Online-Andacht wieder. Bleiben Sie behütet und auf Wiedersehen.